So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings, meine Lieben. Heute, ja, am Sonntag, ach, da ist es immer traditionell soweit, schon ganz, ganz lange hier am Kanal. Sonntag, die Botschaft vom Wunschpartner. Das heißt, wir stellen heute keine konkrete Frage, sondern wir bitten einfach um Energien, um Botschaften, was deinen Wunschpartner so umgibt. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal zusammen an. Buh! So, und bevor es losgeht, vielen, vielen lieben Dank erstmal auch noch von mir für die Spenden, auch über diesen Super Thanks. Das heißt, da gibt es ja so ein Dollarzeichen unter jedem Video. Da kann man einfach mal was geben, 5 Euro, 10 Euro. Die liebe Bille hat da ja auch schon wieder einen rausgehauen, die liebe Manu. Vielen, vielen lieben Dank für die Spenden. Und auch auf meinem Bankkonto ist eine Spende angekommen. Ist schon etwas her. Ich habe mich da schon mal bedankt. Aber ich möchte es nur noch mal erwähnt haben. Also vielen lieben Dank. Das ist super lieb von euch. Da freue ich mich wirklich immer drüber. Ja, auch ein Stück Wertschätzung. Das ist schön zu sehen. Und da freue ich mich natürlich drüber. Und worüber ich mich noch freue. Ja, die liebe Karin Brugger ist in der Kanalmitgliedschaft angekommen. Herzlichen Dank dafür. Du bist dabei. Du kommst natürlich auch gleich in den Lostopf hinein. Für den Sonntag gibt es hier im Mitgliederbereich immer die Verlosung, ne, unter meinen lieben Kanalmitgliedern. Ja, bis jetzt verlose ich da ja immer die schönen Tassen. Ich zeige mal eine her. Ja, hier. Die schönen Angel Readings Tassen und natürlich ein persönliches Reading verlose ich da auch noch unter meinen lieben Mitgliedern. Das große Deck für die kommende Woche gibt es auch. Ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, weil eigentlich habe ich so einen Merchandising-Fanartikel-Button gedrückt. Ja, da schlägt YouTube unter den Videos irgendwie immer Artikel vor. Shirts, Hoodies, Tassen, Aufkleber, was es da so alles gibt. Wenn ihr das seht, könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, ob das sichtbar ist. Weil dann können wir es nämlich auch anders machen. Dann verlose ich etwas aus dem Fanshop. Also da kann sich jeder irgendwas aussuchen. Wenn du jetzt dann sagst, nee, ich will eigentlich gar keine Tasse, wozu brauche ich überhaupt eine Tasse? Dann kannst du auch in den Fanshop schauen und dir was aus dem Fanshop aussuchen. Na, das können wir auch mal machen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das seht und ob ihr da Lust drauf habt, dass wir das so machen. Na? Aber jetzt geht's weiter. Wir schauen ja jetzt mal die Botschaft vom Wunschpartner an. Das machen wir ja hier sonntags immer. Was gibt es denn da aktuell so zu sehen? In der Energie. Und da ist auch schon das schöne Bild. Meine schöne Männerdekoration hier. Ha? Die hat schon was. Sagt ja. Wenn euch meine Männerdeko gefällt, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen rauf. Dann bin ich mal gespannt. Oder ihr habt kreative Vorschläge. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Wir wollen mal schauen, was ist denn da so ein bisschen zu sehen, zu spüren? Was kriegen wir da gerade eben rein, wenn es um den Wunschpartner geht? Ich würde sagen, wir legen hier mal wieder so ein bisschen, was geht ihm denn gerade im Kopf vor? Dann schauen wir da mal rein, was fühlt er gerade? Was sind seine Emotionen in Bezug auf dich natürlich? Dann schauen wir hier bitten um die Botschaft selbst. Und hier unten, da schauen wir dann nochmal ein bisschen die Tendenzen an, wie es weitergeht. Ihr wisst ja, ich spiele gerne mal so ein bisschen rum mit meinen Legetechniken. Da schauen wir mal, was man da so sehen kann. Na? Also, meine Lieben, wenn du auch mal eine Botschaft von deinem Wunschpartner möchtest, ganz persönlich nur für dich oder alle Schwierigkeiten, Herzschmerz oder Liebeskummer-Angelegenheiten, dann schreib mich natürlich gerne an. Meine Nummer ist ja immer unten in der Infobox. Na, freue ich mich, wenn ich von dir hören darf. Aber wir schauen jetzt mal die erste Karte an. Na, welche Karte wir haben bekommen? Ich kann dir sagen, was geht ihm im Kopf herum? Ja, da ist ja eine wunderschöne Zusammenkunft zu sehen. Na, da seid ihr beide ja schon, küsst euch innig. Das schaut ja sogar schon nach Hochzeit aus. Aber soweit will ich natürlich jetzt nicht vorgreifen. Na, also hier, ja, in seinem Kopf, in seinen Gedanken, da schaut es mir schon so aus, als würde er dir sagen wollen, Mensch, ja, im Kopf habe ich es schon. Na? Und da ist unsere Zusammenkunft schon drin. Also etwas mit dem Zusammenkommen, mit dem Zusammensein, das ist natürlich schon mal eine schöne Karte. Na?
Aber wir geben uns ja nicht mit einer Karte zufrieden. Nein, nein, nein. Wir wollen näher sehen. Wir schauen mal, was da noch so fällt. Wenn wir nach seinen Gedanken fragen an diesem Sonntag, gucken mal. Ach, da ist auch schon der Turm gefallen. Der Turm ist nicht immer eine Karte dafür, dass jemand aus deinem Leben verschwindet, dass sich jemand von dir trennt. Der Turm ist auch eine Karte, wo man sagt, okay, okay, wow, 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 ich nehme mich mal zurück, ich nehme mich mal raus. Gerade bei den Männern ist das oft Thema, weil Männer eben gerne mal alleine überlegen wollen. Ich nehme mich mal aus einer Situation raus, denke nochmal ganz genau nach, was ich will. Ja, bitte nicht so lange. Na, und dann schaue ich mal, ob ich da wirklich jetzt diesen Schritt gehen möchte. Na, weil, ja, wenn man seinem Herzen folgt, nimmt man ja seinen Kopf trotzdem immer irgendwo mit. Na? Und von daher geht es so ein bisschen, ja, um sich Gedanken machen, um den nächsten Schritt in eurer Beziehung. So, und dann schauen wir jetzt mal weiter. Was kriegen wir noch für eine Karte? Und da fällt sie schon. Okay, und da ist die geistige Welt sogar gefallen bei ihm. Wow, also gut. Da geht es wirklich darum, dass er auf jeden Fall in sich hineinhört. Ja, die geistige Welt ist ja auch etwas, was ein bisschen mehr wie ich sehe, rieche, schmecke und höre zu tun hat. Da ist schon mehr da bei ihm. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum er sagt, okay, ich nehme mich mal kurz ein bisschen raus und überlege mal, wie ich das anstelle, ob ich das anstelle. Mir geht es darum, hier eine Zusammenkunft zu haben mit dieser Frau, mit dir. Im Endeffekt, die Männer drehen sich ja immer gut um, dass ich hier den nächsten Schritt gehen kann. Ja? Also die Botschaft an dich, wenn er im Rückzug sein sollte, muss das jetzt hier in dieser Energie, in diesem Orakel nichts Schlechtes sein. Ja, weil hier liegt ja auch noch ja, die Hochzeit. Ja, und wenn du heiratest, lade mich ein. Ich bin dann das Blumenmädchen. Na, vergiss das nicht. So, wir schauen aber erstmal nochmal weiter. Was geht ihm denn in der Herzebene so ein bisschen herum? Was geht da vor? Was kann man da sehen? Was kann man da sehen? Achtung, Achtung. Was fühlt dein Wunschpartner gerade? Da ist jemand ein bisschen verknotet. Na, da haben wir jetzt den Knoten bekommen. Also das kann aber auch natürlich die Karte sein für Festigkeit. Naja, ein Knoten ist ja was Festes, was Stabiles, was hält. Und da, wenn ich in seine, ja, in seine Gefühle reinschaue, in seine Herzebene, da ist er schon so ein bisschen in der Festigkeit drin. Aber jetzt wird es natürlich spannend, was bedeutet das? Bedeutet das, dass hier irgendwie der Knoten drin ist? Oder bedeutet das einfach, dass er ganz fest bei dir ist im Herzen? Und da wollen wir natürlich jetzt gar nicht lange rumsabbeln. Ja, da ist... sind die Stufen gefallen und das ist die nächste Ebene. Ja, also da will er schon auch gefühlt in die nächste Ebene reinkommen. Vielleicht ist auch tatsächlich der Knoten noch nicht ganz geplatzt, weil wir ja gesehen haben, er hat hier noch so ein bisschen was mit sich selbst auszumachen, ja, einen richtigen Weg zu finden. Von daher kann das durchaus auch sein, dass hier gerade noch so ein bisschen der Knoten drin ist, der Wurm quasi. Der Wurm ist da drin. Aber es geht natürlich um Halt, um Festigkeit und um die nächste Ebene. Also im Herzen schaut es auch so aus, dass sein Herz eigentlich sagt, ja, ich möchte gerne in die nächste Ebene kommen, in die Wunscherfüllung. So, da ist ja der Stern, wissen wir ja alle, da geht es um Klarheit, Fülle, Wunscherfüllung. Ja, also da möchte einer schon in die nächste Ebene kommen. Der Knoten soll jetzt endlich mal platzen. Vielleicht steht er sich ja selbst hier so ein bisschen im Weg. Aber wenn ich frage, ist ja für dich diese Botschaft, im Herzen geht es schon darum, hier in die Klarheit, in die Fülle und in die Wunscherfüllung zu kommen. Ja, also gerade noch so, also ein Fuß auf der Bremse, ein Fuß auf dem Gaspedal. Aber es kann sehr gut sein, dass er hier demnächst mal den Fuß von der Bremse nimmt. Aber wir schauen jetzt nochmal in die Botschaft rein. Was für eine Botschaft als solches, das hat mein ehemaliger Chef immer gesagt, hat er denn jetzt hier eigentlich? Und da schauen wir mal. Die erste Karte ist gefallen. Die Chance,
Der Klee. So, da geht es natürlich erstmal auch immer drum. Der Klee, ja, kleines Glück, da sagt man ja, passt schon so, ne, alles okay, könnte aber besser sein, ne, Stichpunkt hier und hier. Aber der Klee natürlich ist auch die Karte für eine Chance. Ich kann etwas erreichen, ich kann etwas tun, ich kann etwas machen. Und da schauen wir doch auch nochmal gleich die nächste Karte an. Was gibt es denn hier zu sehen? Die Botschaft natürlich. Ja, der Klee ist jetzt gar nicht mal so eine schlechte Karte. Ja, wenn es mal wieder länger dauert. Genau, so viel wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, bitte noch eine Karte. Also, schwere Energie, das kann ich jetzt schon mal sagen. Okay, gut, das ist jetzt interessant. Und weil das so gefallen ist, würde ich jetzt sagen, ich mische gleich nochmal die nächste Karte dazu, dass ich weiß, in welche Richtung das jetzt hier wieder geht. Aha, okay, also gut, wir haben jetzt hier die Chance auf eine Transformation. Also der Zarg ist jetzt auch nicht immer so eine schlechte Karte. Da geht es natürlich immer darum, etwas geht zu Ende, ein Zustand. Vielleicht ist der Kontakt bei euch gerade gar nicht so prickelnd. Vielleicht gibt es noch Themen. Vielleicht ist da noch irgendwas, was beredet werden muss. Ja, also hier die Chance auf Veränderung. Und hier liegt das Telefon. Da geht es natürlich immer um Kommunikation. Ja, also die Botschaft an dich hier an dieser Stelle. Lasst euch oder nutzt die Chance, hier mal ein bisschen was zu ändern, ein bisschen was anders zu machen. Vielleicht in Bezug auf eure Kommunikation, na, dass ihr vielleicht nochmal über irgendetwas sprecht, dass du ihm vielleicht auch nochmal sagst, hey, da in deinem Rückzug, wo du gerade bist, mach dir da nicht zu viele Gedanken, weil sonst zerdenkst du das ganze Thema vielleicht noch, ja. Und dieser Knoten da, da kann ich dir auch helfen, das zu ändern. Ne? Der sagt Transformation, Transformation hier, Transformation da. Also in diesem Orakel scheint mir die Botschaft an dich zu sein vom Wunschpartner. Es wäre hier ganz gut, wenn man mal über gewisse Dinge redet. Ne? Dass er hier mal rauskommt, dass sich hier der Knoten löst, dass aus dem kleinen Glück ein großes wird, dass diese Chance genutzt wird, hier eine Transformation herbeizuführen. Ne? Also da. Vielleicht bist du da auch gefragt an der Stelle, dass du deinen Teil dazu beiträgst. Weil wir wissen ja alle, wenn der Mann zu viel denkt, dann kommt meistens nichts Ordentliches dabei raus. Na? Also jetzt schauen wir natürlich aber auch nochmal die Tendenzen an. Wie gesagt, wenn es hier gerade nicht so besonders prickelnd läuft mit dem Wunschpartner, liegt das einfach daran, dass er ja so ein bisschen in sich gekehrt ist und nicht wirklich weiß, ja, was jetzt hier zu tun ist. Na, im Rückzug denken, denken, ich will, ich will, ich will. Hier ist noch ein Knoten, der zu platzen hat. Und hier oben, ja, die Botschaft an dich, lass uns die Chance gemeinsam nutzen, um gewisse Dinge anders zu machen. Ja, und aber da gehört halt auch Reden dazu, Kommunikation dazu. Vielleicht lässt er sich dich hier an sich heran, ne? Denn in den Tendenzen, da ist jetzt schon mal der Baum gefallen. Das ist eine schöne Karte. Und dazu auch gleich der Fuchs. Ja, also das ist so ein bisschen eine knackige Legung heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil der Fuchs, da ist ja immer so, der Fuchs, das ist ein schlaues Tier. Na? Der Fuchs sagt immer, pass auf, sei schlau, stell die Dinge richtig an. Und der schaut jetzt hier auf den Baum. Das ist die Karte der Bindung, die Karte des Lebens, die Karte des Wachstums. Ja, also ich habe hier schon so ein bisschen den Eindruck, dass wenn ihr beide das jetzt in der nächsten Zeit schlau anstellt, dass da etwas Schönes draus werden kann. Aber wie gesagt, das ist jetzt irgendwie so eine Legung, die hat so ein bisschen in sich. Zumal jetzt hier dann auch noch der Fuchs gefallen ist. Aber wie gesagt, der Fuchs ist ein schlaues Tier und die Botschaft an dich und auch an deinen Wunschpartner ist, stellt das jetzt mal richtig an, alle zwei, dann kommt ihr auch ins große Glück. Na, an der Stelle heißt es wirklich zu gucken, okay, wir wollen eine feste Bindung haben, das will er ja auch. Wir wollen Gefühle füreinander entwickeln. Ja, hier die nächste Stufe, die Klarheit, die Fülle, die Wunscherfüllung und seine Botschaft an dich, weil irgendwas passt da gerade nicht so ganz bei euch. Lass uns hier nochmal drüber reden, dass wir oder
so auch das kleine Glück mal begraben können bei uns beiden, weil da ist mehr zwischen euch, ja? Lass uns reden, lass uns die Dinge anschauen, lass uns die Dinge lösen, die es da vielleicht noch gibt, das wirst du rausfinden, denn hier liegt das Wachstum. Der Fuchs sagt, sei schlau, guck mal, dass das mit eurer Bindung funktioniert, weil da hinten, da wartet ja auch schon das große Glück. Na, also das war jetzt eine knackige Botschaft vom Wunschpartner, muss ich schon sagen, wo man sich so ein bisschen anstrengen muss. Ne? Also er will schon, ist aber noch gerade in seinem Schneckenhäuschen drin, Herz, Nase noch ein bisschen der Knoten drin, will aber was Festes, die nächste Ebene und die Wunscherfüllung haben. Also ja, meine Lieben, da wird's spannend, da wird's knackig. Wenn du dich da so ein bisschen wiedergefunden hast, wenn du sagst, okay, ja, mein Wunschpartner ist auch nicht so wirklich da, wir haben schon Kontakt, aber er ist nicht so wirklich bei mir, das geht nicht so voran, dann kann ich dir hier schon sagen, er ist im Rückzug, um zu planen, um zu denken, sein Herz zu öffnen und möchte dich, glaube ich, bitten, gewisse Dinge, die es da bei euch gibt, zu ändern. Ja, und da ist natürlich die Kommunikation immer sehr, sehr gut, weil man kann nur jemandem helfen, der spricht. Na? Und die Tendenzen schauen eigentlich auch schon mal ganz gut aus. Von daher, meine Lieben, ja, wenn es dir gefallen hat, wenn du in Resonanz gegangen bist, freut mich sehr. Wenn nicht, dann melde dich gerne bei mir. Dann mache ich natürlich auch ganz persönlich für dich alleine ein Reading, bevor du jetzt auf YouTube 75 Videos anschaust. Wenn es dir nicht gut geht, dann gönn dir einfach ein persönliches Reading beim Kartenleger deiner Wahl. Das ist der oder die, wo du dich wohlfühlst, wo du sagst, ah, okay, da weiß ich, dass ich gut aufgehoben bin, da weiß ich, dass da mir ernsthaft versucht wird zu helfen. Na, und dann gönn dir das einfach mal. Ich freue mich natürlich, wenn du dich bei mir meldest. Vergiss bitte nicht zu abonnieren. Na, das ist alles so ein bisschen eingeschlafen, seit ich nicht ab und zu mal wieder dran erinnere. Ich vergesse es ja selber ständig, wenn ich irgendwo anders Videos gucke. Aber wäre wirklich super, wenn du sagst, ja, da schaue ich gern mal rein bei dem Jungen. Da lasse ich jetzt ein Abo da, das kostet ja nichts. Und dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Und da würde ich jetzt mal sagen, ja, bleib gesund, seid lieb zueinander. Und wir sehen uns ja dann beim nächsten Video. Servus!